Willkommen, liebe Leute, zu einem ganz neuen Let's Play-Projekt hier auf meinem Channel, und zwar Yoshi's Woolly World. Erschienen ist das Game, ja, voriges Jahr für Wii U, und vor ein paar Wochen ist ja erst frisch die Nintendo 3DS-Version von dem Game rausgekommen, und ich dachte mir, komm, kannst mal die Wii U-Version spielen. Und dementsprechend machen wir das auch. Und damit willkommen, wie gesagt, zu Yoshi's Woolly World. Wir fangen gleich an und drücken A. Bei dem Spiel ist das Besondere, dass es eher für Einsteiger geeignet. Naja, wir wählen es mal an. Ich muss ganz kurz schauen. Okay. So, wir wählen eine neue Datei. Und zwar, da gibt es eben den entspannten Modus. Das heißt, wenn man das Ganze schon entspannt macht, da ist für Anfänger eher gut. Und ich möchte den entspannten Modus in diesem Spiel einfach mal durchspielen. Ich bin auch eher der entspannte Typ, weshalb wir das Spiel mit dem entspannten Modus erstmal spielen werden. So. Ich bin mit Gamepad unterwegs. And that's it. Denn ich spiele es alleine. So, willkommen auf den Woolly Atoll, einer kleinen Insel inmitten des Bastelmeers. Hier leben die Yoshis glücklich und in Frieden. Doch eines Tages. Hallo kleine Yoshis, ich muss euch leider aufdröseln. Danke für euer Verständnis. Alles klar, und Yoshi haben nichts dagegen. So, dauert das schon eine Ewigkeit. Kommt schon, jetzt alle auf einmal. Ja, schnell verstecken. Oh nein. Das möchte reichen. Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg. Bis dann. Ich habe die schweren Reihen mit euch, dass ich sowas von satt. Oh nein, die Yoshis! Oh mein Gott. Doch bei seinem Abflug verliert Kamek etwas Wolle. Die Yoshis halten eine Lagebespressung ab. Wie retten wir die anderen? Wir müssen die Wolle zurückholen. Schnell, schnappen wir uns diesen Halunken. Und so beginnt ein neues aufregendes Abenteuer für die Yoshis. Werden sie ihre Freunde retten können? Das seht ihr, wenn ihr die Vollversion kauft. Nein, viel Glück, ihr lieben Yoshis. Ja, dann würde ich ja mal sagen, auf die Kacke, los geht's los. Vielleicht bevor wir jetzt erstmal ins erste Level stürzen, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Zelt. Das hier ist für Amiibos. Da kann man ein Amiibo draufstellen, wenn man eins hat. Ich besitze auch ein Volios Amiibo. Ne. Ich kann meins magisch hinterholen. Wartet kurz. So. Und jetzt tust du es einfach mal auf die Amiibo-Flasche. Ja, und das steht berühren in einem Level mit einem Yoshi-Amiibo und mit einem
Doppeljosse zu spielen. Die können wir gleich mal ausprobieren. Und da kann man eben solche Sachen in diesen Amiibo-Held einsehen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich nochmal recht interessant. Und dann haben wir hier noch, was haben wir hier? Das Museum. Auch dies ist eine Sache, die eher zum späteren Zeitpunkt wirklich interessant wird, sage ich mal. Na, hier kannst du die Gegner ansehen, die du mit einem Wollknaul getroffen hast, und die Musikstücke anhören. Ne, wird man einfach nach der Zeit freischalten. Bis jetzt gibt es von Mulch noch keine. Aber auch dies ist eine schöne Sache, die wir sicherlich mal später auch mal machen werden. Kommt Zeit, kommt Rat. Stürzen wir uns aber jetzt, würde ich sagen, gleich mal ins erste Level. Und schauen, dass wir wenigstens dies heute noch erledigen können. So, komm her, Yoshi. So, der sagt erstmal was oder wie. Ah. Achso, jetzt wechseln wir uns ab. Jetzt bin ich der rote Yoshi. Ja, ich mache mich mal mit dem roten Yoshi auf den Weg. Rot mag ich persönlich lieber. So, hier haben wir das erste Level, Welt 1-1. Yoshis. Weil Yoshis Verstrickungen. Das spielen wir jetzt. Und das können wir gleich mal schauen, was passiert, wenn wir unseren Amiibo eben drauf tun. Sehen. Haha. Süß. Und wir haben einen geholfen, der uns fortan hilft, das Level zu lösen. So, Wollknoll Yoshi, so geht's. Drücke B, um einen Feind zu verspeisen. Ducke dich, um einen Wollknoll zu erzeugen. Ah, da bin ich aus den Rennen geraten. Das habe ich nicht bemerkt bei den beiden Yoshis. Ah ja. Wenn wir auf Plus sehen, sehen wir übrigens bei der Way, was wir alles haben. Also in dem Fall haben wir eine so eine Blume eingesammelt. Ich glaube, hier unten war auch irgendwas. Ich muss echt auf die beiden Losses achten. Ne, ich tue jetzt übrigens auch bewusst. So, ich tue den einen bewusst mal fressen. Achso, ich brauche neue Wolle, sehe ich gerade. Da kann man sich auch immer ein bisschen was holen. Das ist gut, Wolle braucht man auch. Gleich ist gleich dazu nochmal mehr. Auch meine Zunge jetzt leider hierfür. So. Ja, das Ziel ist es einfach, hahaha. So Willmünzen, sonstiges einzusammeln. Ich hab's noch nicht ganz gespielt. Eigentlich habe ich noch ganz wirklich gespielt. Bis auf. Ach nee. Ein paar Mal! Jetzt weiß ich mich jetzt endlich mal ein Abenteuer widmen. Jetzt wollte ich das so lange aufnehmen. So, ja, das haben wir uns für irgendwo ausgelassen. Juhu. Die alles einsammeln, was es hier gibt. Wir holen uns. Ne, Wolknoll haben wir erstmal genügend, das ist gut. So, wir kommen jetzt noch hoch.
So, hier gibt es ein Secret, war ich noch. Ah, nein. Hier war ein Secret, ging auch sehr gut. Das Haut, ja, wir haben. Gut, mir geht's auch nicht darum, irgendwie alle Münzen einzusammeln oder sowas. Irgendwo ging es jetzt weiter. Ah ja. Sehr gut. Ja, das Spiel ist eher so für, sag mal, kleinere Kinder gemacht. Ist aber, wie ich finde, grafisch. Ne, und alles sehr schön. Und ja, wir haben das erste Level gerade abgeschlossen. Sehr schön. Also, ich werde auch ein bisschen noch mehr über das Spiel erzählen und so weiter. Im ersten Level werde ich mich mal konzentrieren. Einigermaßen schauen, wie das aussieht. Cool wird sie alles auf die Ergebnistafel schauen. Ja, könnte besser sein, ist aber ganz in Ordnung. Definitiv sind wir happy mit dem Ergebnis, was wir erzielt haben. So. Aber um den Part jetzt zu beenden, das wäre ein bisschen früh. Irgendwie. Weshalb wir nochmal uns jetzt ins Getusel, ins, in dem Fall ins zweite Level, gehen werden. Aber du hast einen Trick-Anstecker erhalten, mit dem du Level überspringen kannst. Er ist nur im Modus entspannt verwendbar. Sehr schön. Schauen wir uns aber jetzt doch, würde ich sagen, erstmal das zweite Level an. Oh mein Gott, da ist so ein Zeigei, das heißt, das könnte mies werden. Okay, das geht noch nicht, da braucht man ein bisschen was an Sachen. Aber in 2-1 können wir uns nahe gehen. Waldhopfbäume. Und damit geht es weiter. So, 1000 Juwelen gegen Anstecker, die Yoshi-Fähigkeiten verleihen. Ich fahr ohne fort. Und schauen wir mal, ob wir das Level losen können. Ich hoffe es. Waldhopfbäume heißt das. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, ich finde das Spiel grafisch sieht wunderschön aus. Es ist so eher kleinkindermäßig gemacht. Es erinnert ein bisschen an Yoshi. Kirby. Adventure für die Wii oder irgendein Kirby-Spiel. Weiß leider nicht mehr genau, wie das hieß. Wo es ja auch so ein bisschen mit Wolle ging. Nur, dass hier wirklich alles in Wolle ist. Und ich finde, das sieht wirklich sehr schön und grafisch aus. Gar keine Frage. Das ist sicherlich auch ein sehr cooles Spiel. Sowohl die Wii U-Version als auch die Nintendo 3DS-Version. Out. Hier weg, sei geil. Sehr gut. Wobei ich persönlich die Wii U-Version natürlich. Ah, fuck, der verreckt, Mann. Nein. Jetzt bin ich noch im Arsch, oder? Ich bin jetzt im Arsch, oder? Nee. Dann fange ich die Bemerkung von vorne an. Peinlich, dass mir sowas passiert. Gott sei Dank. Also wie gesagt, wunderschönes Spiel. Grafik gefällt mir sehr gern. Ich kann das nur anraten. Die Nintendo 3DS-Version habe ich. Ich habe nur eine Demo anspielen können. Diese war aber auch ein S-Cool. Wenn sie irgendwann mal möglich sein wird, werde ich dieses Game mit größerer Wahrscheinlichkeit alles playen. Nun aber erstmal hier zu dieser Version. So, zum erst ein paar Wollknolle, weil die kann man immer gebrauchen. Sehr gut, dass wir jetzt haben. Hey, es sind viele Zeigeis. Hätte man kaum erwartet, ne? So, ich glaube, das war das Level. Du hast keine Ahnung. Oder? Ja, oh. Ah ja. Ah, kack. Habe ich aufgepasst.
was man alles machen muss. Ich glaube, man muss irgendwie einige Sachen einsammeln oder so. Wirklich viel Diamanten oder so einsammeln. Ah, sehr schön. Ah ja, wir haben jetzt Mitwehrfleck erreist. Quasi so eine Art Mitwehrfleck. Zumindest. Das finde ich schön. Ja, das ist doch irgendwie immer süß. Vor allem in Wollform ist das ja richtig süßes Vieh. Nein. So, da war ein Zeiger. Ja, Kack, da wäre was gewesen. Ich komme jetzt gar nicht mehr hin, weil ich automatisch vom Platz zu Platz fliege. Fast. Ah, und da ist schon die Beendung vom Level. Schön. So, das geht wieder. Jetzt habe ich das Video vergessen hinzuhalten. So, wieder die Anzeige. Ja, die ist ein bisschen mager ausgefallen. Aber wie gesagt, mir geht es auch nicht darum, es 100% zu spielen. Sondern nur so, wie ich es eben gerade Bock habe. Denn dies ist auch bewusst der Anfängermodus. So, liebe Leute, das war's. Soll es für den Part ja auch schon gewesen sein. Im nächsten Part geht es dann weiter. Da werden wir einfach die nächsten Level machen. Ne? Mal schauen, wie weit wir dann eben kommen werden. Aber zuerst habe ich einen neuen Trick an Stecker erhalten. Das finde ich schön. Genau, und mit dem Level Welt 1-3 machen wir dann im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen von dem Part, liebe Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!